Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalations-Kanal. Diesmal kommen wir zum Unboxing-Video von Dadan, Sukut, Disco. Beim Cover, Augen sind anders heftig unterwegs hier. Und er ist auf jeden Fall, den Wasserdrip hat er auf jeden Fall mitgenommen. Atlantis wurde auf jeden Fall gepumpt. Nein, Spaß an der Stelle. Feiere ich das Cover? Ist ganz nice irgendwie. Die Box ist ein bisschen klein. Mal gucken wir mal, was drin ist, Leute. Was haben wir denn das Schönes? Dann haben wir erstmal die Autogrammkarte. Bam. Sombrille ist am Start. Hitmaschine da, dann ist sie wieder am Start. Dann haben wir hier natürlich ein Poster. Mal kurz hier drauf. Boah, diese XXL-Poster sind immer heftig, Alter. Was haben wir denn hier? Kurz gucken, Leute, damit ich mir das Bild auch mal angucken kann. Ja. Da ist es so, das ist ja Konzert so mäßig. Zack. Und dann haben wir hier noch den Überflieger. Das Bild ist anders heftig, finde ich. Check das mal ab, ich hoffe, man erkennt das in der Kamera alles. Bam. So ein riesen Poster, so wer Bock auf Poster hat, ist auf jeden Fall doppelseitig, riesig, Digga, kann man nichts sagen. Dann haben wir die hier. Soko Disco, so ein Tour-T-Shirt mit der Tracklist drauf, 20 Tracks anscheinend. Ja, check das ab. Ist jetzt so ein normaler Standard-Merch, finde ich. Aber ist okay, so seine Fans haben ein T-Shirt in der Box, so ist okay, ist jetzt nichts Besonderes, so. Aber gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier natürlich noch das Herzstück der Box, das Album. Ich feiere das immer, wenn Leute sich mit dem Cover ein bisschen Gedanken machen, sieht geil aus, blaue CD, zack, gucken wir mal drauf, wer alles drauf ist. Loredana ist drauf. Wusste ich schon, Ying, das ist Quatsch. Monet, 192. SSIO ist drauf, krass. N.O. Noah, der Song kam Freitag raus. Könnt ihr abchecken. Patron ist drauf und Wasel. Ja, das war's. 21 Tracks sind hier drauf. Heftiger Scheiß, Alter. Hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Check das ab, Alter. Er hat auf jeden Fall anders viel Musik reingepackt. Dafür gibt's Props. Er hat auch, irgendwo hat er das mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Dass er halt mehr Wert auf die Musik legt und nicht, dass die Leute das kaufen, nur weil in der Box so geile Sachen drin sind. Hier ist wegen diesem Corona-Scheiß hier. Soko Disco, zack, check das ab. Bisschen eng, Alter. Aber probieren wir nochmal. Ehre. Ich hab schon zig Bandana. Wir sind Bandana eh lieber. Mir ist er eh zu klein. So, zack. Drum das Ding. Oh, Mann, hoffentlich ist es mit den Masken irgendwann vorbei. Geht mir völlig um den Sack. Aber sonst, Digga, Bandana 10-mal besser. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. Poster, Sticker. Du hast diesen Mundschutz da. Poster und du hättest die Chance gehabt, theoretisch. Bitcoin vom Wert von 30.000 oder 40.000 irgendwie zu gewinnen, meine ich, dass das der Wert war, der Gewinner der Box. Bei mir ist leider nicht drin, Alter. Schade, Alter. Aber, Digga, ich finde, wenn du die Box gewinnst, ist geil, dass immer die Sache an Gewinn spielen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Box war ziemlich teuer. Ich glaube 60 oder so, oder ich weiß nicht, guck mal nach, wer Bock drauf hat bei Amazon, wie teuer die Dadan Box jetzt war. Bei Amazon weiß man ja nie, was der aktuelle Preis wirklich war. Aber wenn du das mit dem Gewinn spielen, klingt immer geil. Für den Rapper ist auch geil, wenn er was für die Fans macht. Aber für alle Fans, die es nicht gekriegt haben, ist halt so eine Sache. So, ich freue mich aufs Album, Digga, werde ich mir geben. Ja, praktisches Ding, so für seine Fans, so warum nicht, Alter? Nice Aktion. Und du hast ein T-Shirt, ein Poster, ich würde sagen eine Standardbox.
So, wenn das Gewinnspiel nicht dabei wäre, hätte man auch für 40 oder 50 machen können. Aber ist nur meine Meinung. Aber checkt das Dardan-Album ab. Ich bin raus, Leute. Und viel Spaß mit dem Video. Peace.